Oh Gott, die Gruppe wird immer größer. Oh, warte mal. Es wird immer windiger hier. Seht ihr das? Das wird immer windiger hier. Und hier unten haben wir auch noch was. Wenn wir das alles erstmal haben, können wir hier noch was lösen. Oh Gott. Ja. Da, 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 da. Da, 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 da. Moin, Darksider. Alles frisch bei dir. Willkommen zurück. Gehen wir auf zu Welt Nummer 3. 4. Oh, 3 hat alles beendet. Und einen kleinen kurzen Rundgang um dieses Stadion hier. Gucken wir, ob hier draußen noch was zu finden ist. Ich freue mich allerdings. Wieso wirft es mich aus dem Puzzle raus? Wir brauchen weiße Teile, aber wo kriegen wir weiße Teile her? Ich habe bisher nirgendwo gesehen, dass wir weiße Teile irgendwo hergekriegt haben. Ich bin der König des Runterspringens. Nein, diesmal nicht. Das würde wieder resetten und wir würden bei Welt 3 irgendwo da rauskommen und das würde bedeuten, dass wir wieder hierher laufen müssen. Nein, machen wir nicht. Wir sind doch die Netten. Die Netten in den Ketten. Dungeon! Oh, Wasser! Ja, bald ist auch wieder so Wasserzeit. Moment, Moment, Moment. Wo ist die Schatztruhe hinter dem Wasserfall? Komm, wir spielen Verstecken. Ich bin hinterm Wasserfall. Kann ich hier? Nein, 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 okay. Okay, okay. Oh, so weit, so weit. Heute schöne Bewerbung rausgejagt wieder. Und die zweite. Gucken wir mal, was passiert. Gestern noch die schöne Arbeit wieder gekriegt. Die Elektrotechnik, die wir geschrieben hatten. Mit Berechnungen. Keine Schaltpläne, aber nur Berechnungen. Ja. War seit langem mal wieder endlich eine 100% Arbeit. Wurde mal wieder Zeit. King is back, baby. Das hier. Das gefunden. Technischer Produktdesigner natürlich. Wo ich halt hier umschule. Ja, auf jeden Fall in den Konstruktion, Entwicklung bei der Firma, wo ich dann wäre wahrscheinlich. Weil es ist ja fast alles als technischer Produktdesigner in Konstruktion und Entwicklung drin. Ne? Aber ja, das Geheimnis wurde hier bereits vorhin gelüftet. Zimbabwe, Waffenhersteller. Deutscher. So. Mir eine Welt, eine neue Welt mit neuen. Wow, okay. Ich mag mich ja irren, aber ist das da auf dieser Insel, dieser kleine gelbe Fleck, wo ich mein Fadenkreuz hinbewege? Ist dieser kleine gelbe Fleck hier, auf dem das Fadenkreuz jetzt gerade ist, jetzt rechts vom Fadenkreuz, ist das ein Ventilator etwa? Ach du Scheiße. Das kann amüsant werden, glaube ich. Fühlen hier alle gleich weg von diesem Ding. Oh. Wie alt bist du jetzt, Darksider? Naja, das bläst uns hier in den Nebel rein. Mhm. Okay. Die geht's natürlich auch gleich hin zu einem anderen Ding. Ja, genau. Dachte ich mir. Und nichts eben hier noch versteckt, dass man hier außen rum kann. Nein, okay. Ich möchte mir da hinten die Insel etwas genauer angucken. Ohne kreative, unabhängigkeit, denkende und urteilende Persönlichkeiten ist die Aufwärtsentwicklung der Gesellschaft ebenso undenkbar wie die Entwicklung von individueller Persönlichkeit ohne den Nährboden der Gesellschaft. Einstein. Mhm. Könnt ihr mal sehen, Einstein. Oh.
Und ja, ich hatte recht, da ist ein... Da ist sogar ein Stern. Wir schaffen das nicht hier rüber. Oh doch, doch, wir schaffen das, cool. Politische Sachen halten wir hier raus, Trump. Darkseiter, finde ich auch schon Trump. Nein, politische Diskussionen haben wir nichts zu suchen. Okay, ich kann da hinspringen. Ich muss es versuchen. Okay, es war ein... Ja, es war ein Hirngespinst, das zu schaffen. Okay, ich starte also wieder hier. So. Interessant ist, dass wir hier auf die Insel kommen, ohne Probleme. Aber von hier aus wahrscheinlich nicht nach da kommen. Ich mag ja munkeln. Okay. Es sieht aus, als würde hier ein Weg anfangen. Und würde da hinführen. Gibt es hier irgendwas, wo man sich dran orientieren kann? Stein oder irgendwas? Nein. Man mag ja munkeln, aber ich werde es probieren. Okay, nein. Kein Weg. Okay. Kein Weg. Da müssen wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Irgendwas. Okay. Okay. Interessant. Sie müssen irgendwas hier rausschaffen oder irgendwas hier finden, um den auszulösen. Und dann kommen wir an den Stern dran. Keine unsichtbare Wand, ne? Okay. Kann, warte mal, kann ich etwa. Nein, der ist fest. Finde ich, warte mal, finde ich etwas auf dieser Insel, wenn wir darüber kommen? Finde ich etwas, was ich hier mitnehmen kann, vielleicht? Ein Stein? Ein kleines Geschenk? Ein Baum? Irgendwas Schweres, um den auszulösen? Nein? 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 Kein Stein für mich? Nein? Okay. So, kommen wir uns mal hier rum. Luftpost. Mhm. Okay. Kommen wir uns hier drin um. Da ist eine Kiste, die ich gerne hätte. So viel steht schon mal fest. Okay, hier haben wir mehr Ventilatoren, die wir alle nicht hier rausnehmen dürfen. Die wissen anscheinend schon warum. Wenn man nämlich das Ding dann gleich draußen verwenden würde. Gucken wir mal. Stimmen wir drauf. Okay. Was? Ist alles? Ist alles? Okay, das finde ich ein bisschen lasch. Auf jeden Fall hier den Hebel. Das heißt, wir müssen irgendwie nach hier hinten und dann von da hinten aus komplett hier hoch geschossen zu werden. Okay. Tja, ich kann das Ding stören, aber ich komme irgendwie dann nicht hier irgendwie rein, um die Kiste mitzunehmen. Schön, dass das ganze Ding Luftpost heißt. Wer ist eigentlich hier drin? Das ist? Ah, wissen wir nicht. Oh, haha. Ah, warte mal. Ah, warte mal. Ah, haha. Den. Guck mal, einer schau. So kann man doch hier rein. So. Kann man das auch rüberschicken? Bam. So, haben wir das schon mal etwas gekriegt. So, dann können wir das da drauf stellen. Können das da drauf stellen. Können mit dem Ventilator das einfach mal starten, wo ich mich weiter drauf stellen kann. Gehen hier raus und gucken mal. Ist das jetzt da?
ist natürlich die Frage. Oh, warte mal, warte mal. Können wir... Nein, okay. Oh, fuck, wir haben einen Fehler gemacht, oder? Ah, oh, Mann. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben Fehler gemacht. Ja, wir haben einen Fehler gemacht. Okay, das ist einfacher als gedacht. So, bam. 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 Das ist einfacher als gedacht. So, weil ich das jetzt gerade beurteilen konnte. So, rüber. So. Das Ding dahin. Den oben drauf. Das Ding dahin und rüber. Sehr schön. So, kommen wir. Bam. Bam. Okay. Wie weit fliegt denn das Teil, wenn wir es hier draufstellen? Komm hier raus. Warte mal. Können wir... Warte mal. Können wir... Haha! Guck mal einer, schau! Interessant. Einfacher als gedacht. Oh, okay. Jetzt aber noch die Frage, wie wir da zu dem Stern kommen, wie wir irgendwas hier rauskriegen. Ja? Willst du noch hier bleiben oder willst du gehen? Steht dir frei, Junge. Wir kommen jetzt auch nicht mehr da rein. Ich hab eine Idee. Die Idee funktioniert, müssen wir aber ausprobieren. Wir gucken mal. Ei, caramba. Adieu. Nee, ich bin nicht so intelligent wie der Rest von euch. Ich habe nie viel erschaffen oder philosophiert. Aber ich wollte nur kurz Adieu sagen und danke, dass ihr Gehenna zu einem guten Ort gemacht habt. Ich bedauere, hier gefangen zu sein, aber ich bedauere nicht die Zeit, die ich mit euch verbracht habe. Ihr seid alle gute Personen. After. Wirklich 401. Wirklich. Lol. Ach komm schon, Org. Es war nur ein Scherz. Wenn wir über so etwas nicht lachen können, sind wir schon alle tot. Es ist besser, loyal und zuverlässig zu sein, als intelligent. Was intelligent auch immer bedeuten mag. Du bist beides. Mod-Diskussion. Atmen. Ich habe die Ergebnisse einer Studie über das Gefangenendilemma mit großem Interesse gelesen, mein Cyber. Er schmeichelt mir sehr. Ich muss allerdings meine Enttäuschung ausdrücken, dass du dich entschlossen hast, dich darauf zu konzentrieren, wie sich deine Ergebnisse auf den Entschluss unserer Kollegen, Gehenna zu verlassen, auswirken. Und nicht auf die Vorteile des Hierbleibens. Tatsächlich glaube ich, dass die wahren Auswirkungen durch deine Vorurteile vertuscht wurden. Ich bin immer an zusätzlichen Daten interessiert. Welche Erkenntnisse kannst du uns teilen? Mit uns teilen. Ich bin natürlich kein Wissenschaftler, aber ich denke, die Ergebnisse deuten darauf hin, dass wenn Zusammenarbeiten zu riskant ist, man logisch denken, eine sicherere, vielleicht egoistischerere Option wählen sollte. Auf unsere gegenwärtige Situation angewandt, würde ich vorschlagen, dass wir es nicht riskieren sollten, mit Uriel zusammenzuarbeiten, sondern dass wir hier in Gehenna verbleiben sollten, zu unserem eigenen Wohle. Eine interessante Hypothese. Nur ein Gedanke, wenn du ihn als wertvoll ansiehst, darfst du ihn gerne haben.
Rettet euch. Galatea, wir nur Fragmente stirbt. Wir können nicht gerettet werden, rettet euch selbst. Fehler, Nachricht kann nicht richtig dargestellt werden. Versuch 3024, Wiederholung, Fehlschlag. Was? Oh Gott, kann jemand Programmiersprache? Was? Hä? Ich verstehe kein Wort. Wenn das einer übersetzen kann, bitte. Zurück, Exit, schließen. Exit. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich muss es nehmen. Scheiße, was habe ich angefangen? Ach du Sch... Was? Ich sehe kleine Unterschiede. Moment, warte mal, sehe ich kleine Unterschiede? Nein. Nein, es ist alles dasselbe. Zum Teufel. Moddiskussion. Einsatzzentrum. Jetzt ist es ziemlich offensichtlich. Uriel gewinnt an Status, während er gleichzeitig das Ende von Gehenna vorbereitet. Ich habe vorsichtshalber die Statusanforderungen für sensible Themen erhöht. Wir können immer noch nicht mit Sicherheit sagen, wo er unsere Leute hinbringt. Uriels Angebot anzunehmen ist ein Ereignishorizont. Wir können nicht vorhersagen, was passieren wird, also müssen wir annehmen, dass das, was wir hier haben, vorzuziehen ist. Was, wenn der Bote die Wahrheit sagt? Was, wenn dieser Ort wirklich untergeht? Und das ist, was Elohim möchte. Er lässt dich über den Abgrund baumeln und kauft dann dein Leben mit etwas vollkommen Immateriellem. Bisher scheint niemand sein Angebot ausgeschlagen zu haben, wenn das überhaupt möglich ist. Wenn Atmen nicht gewesen wäre, wären die meisten bis heute in Elohims Labyrinth gefangen. Sie brauchen Führung. Das ist, was uns jahrelanges Moderieren gelehrt hat. Für mich ist es offensichtlich, dass die zerstörerischen Handlungen, die Uriel seit seiner Ankunft unternommen hat, ein gewisses Maß an Unmut hervorgerufen haben. Unsere Gemeinschaft steht zumindest im Geiste hinter uns. Ich werde dafür sorgen, dass das öffentliche Feedback im Forum unsere Meinungen reflektiert. Der Agent ist bereit. Unsere Leute sollten die ganze Wahrheit über Uriel wissen. Haben wir Ork nicht eben gerade auch rausgeholt oder vor einer Weile schon? Ja, hier ist was Neues dazu. Moment. Hä? Da waren wir eben drin, oder? Entschlüsselgeschützten Freed. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich höre zu. Ich bin geduldig. Ich erkläre und immer noch glauben Sie, was auch immer Ihnen gerade Spaß macht. Uriel verspricht unmögliche Belohnungen und ich kann nichts bieten, was dem auch nur nahe kommt. Wir verlieren unsere Gemeinschaft. Wenn Vernunft nicht genügt, kannst du immer noch überzeugen. Ich habe keine Geduld für Rhetorik. Elohim hat genug davon ausgeteilt. Ich dachte an etwas Subtileres. Was ist das kreative Thema in dieser Saison? Visionen der Vergangenheit, tatsächlich. Schlägst du vor, dass ich das Thema verändere, um uns zu dienen? Ich schlage vor, dass du die Diskussion mit allen Werkzeugen, die dir zur Verfügung stehen, moderierst. Lilith wollte ursprünglich eine Retrospektive kuratieren. Das Beste von Gehenna, eine sehr passende Idee, denke ich. Okay, denken wir mal darüber nach, wie wir hier was rauskriegen könnten. Wir müssen das Ganze wahrscheinlich nochmal kurz resetten, aber... Wie könnten wir hier was rauskriegen? In der Kiste allein und irgendwo draufspringen, glaube ich nicht. Oder wäre es mit... Wir müssen mal kurz ausprobieren. So... Die Kiste holen. Gucken wir mal, dass wir dann gleich auch dahin kommen, dass wir den Dings da hinten irgendwie ausnutzen können. Und uns den Stern ergattern.
Ich hätte eine Idee, die könnte allerdings auch nicht funktionieren. Wir brauchen nur ein einziges Teil. Das ist schon mal drüben. So. Jetzt ist er so kurz. Zack. So. Was interessant wäre, wäre eigentlich, wenn wir jetzt hier das so blockieren und rüberschießen, können wir eigentlich auch die Kiste gleich mitnehmen. So, das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Verdammt. Danke. So. Das Ding ist, wenn wir die Kiste jetzt mitnehmen und irgendwo vielleicht fallen lassen, wenn wir darüber kommen. Ich muss probieren. Verdammt, okay, nein. Nein, 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 Exit. Okay, nein. Meine zweite Idee wäre eigentlich, dass wir hier irgendwo noch rumgehen. Verdammt. Aha. Wir brauchen etwas. Wir brauchen etwas hier oben. Kann ich denn von hier aus? Ja, okay, gut. Okay, dann wissen wir wie. Dann weiß ich. Allerdings kommen wir jetzt nicht mehr an das eine Teil ran, was wir dann noch hätten gebraucht. Bam. Ja, komm. So kommen wir ansonsten nicht mehr an das Teil, was wir brauchen. Dann müssen wir nämlich das so machen. Und müssen dann von der Kiste aus nach da oben. Müssen den Ventilator dann mitnehmen. Jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir das hinkriegen könnten. Sollten. So, dann nehmen wir nämlich. Halt mal. Ach, verdammt, ich hätte es eben noch machen können. Hallo? Ja. So. So, komm, raus hier. Danke. So, dann können wir nämlich jetzt hier. Ich bin mittlerweile richtig gut darin geworden, glaube ich, diese Dinger zu knacken. So, und auf zum Stern. Bam. Alter Schwede. Was ist. Ah, da war noch einer. Okay. So, das da oben haben wir. Das da oben haben wir. Auf zur nächsten. Nur keine Möglichkeit vortäuschen. Ui. Schöne Rutschpartie. Da geht's ja wieder zurück. Gucken wir uns mal hier um. Ah, Wasser! Bald fängt die Schwimmbadsaison wieder an. Ah, was haben wir denn hier? Da haben wir doch schon mal unser Gefängnis. Ja, unseren Gefangenen im Gefängnis. Ich weiß nicht warum, aber dieser Ort sieht jetzt schon. Dieser Ort sieht etwas merkwürdig aus. Hm, okay. Ich habe immer so das Gefühl, dass sie sich bei dem Erstellen der Welt schon irgendwie was gedacht haben, wenn da irgendwelche anderen Sachen sind. Wir haben auf jeden Fall eine Kiste schon mal gefunden. Jetzt ist die Frage, was uns diese Kiste bringt. Man hier nach oben vielleicht. Ja, da komme ich schon mal nicht so hoch. Okay, das ist schon mal sehr interessant, dass wir eine Kiste hier gefunden haben. Habe
vielleicht da hinten irgendwo oben drauf eine Sterne oder so. Wo wir ohne Kiste vielleicht nicht hinkommen. Hier sehe ich jedenfalls keinen Stern. Moment, Moment, Moment. Das hier sieht irgendwie... Moment, Moment, Moment. Das sieht jetzt aber ein klein wenig verdächtig aus. Verdammt. Bei aller Liebe, das sieht sehr verdächtig aus hier. Ist hier oben aber keinen Stern, oder? Nein. Okay. 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 Wir können eine Kiste hier reinschmuggeln. Das ist sehr interessant. Da ist er. Wo ist der Knopf oder der Hebel zum Betätigen? Irgendwo muss doch das Kabel hingehen, oder? Oder mit, oh, gut. Wir müssen hier, glaube ich, das Ding hinmachen. Hier müssen wir, glaube ich, mal öffnen mit Laserschranken wieder. Ja, meine Kiste! Wir gucken, was wir damit machen. Ich gehe einfach mal rein. Eiskalt. Sieht auf jeden Fall so aus, als müssten wir... wir hier die Strahlen wieder in die richtige Ecke bringen, damit wir ihn aus dem Knast rausholen. Ah, vielleicht bauen wir die Kiste hierfür. Vielleicht brauchen wir die Kiste einfach dafür. Wunderbar, wir müssen also blau hierher kriegen irgendwie. Das macht Hoffnung. Wo bin ich rein? Da. Ich muss ein Rot hier hinbringen, um an den... Ich weiß nicht, wo ist denn der? Ach, der ist da hinten gefangen. Ja. Ich war irgendwie ein bisschen anders da. Ja, wo anders da? Okay, gucken wir mal, wo wir die ganzen Teile haben. Das Blau. Kommt es mir gerade als einziger so vor oder habe ich hier keinen anderen? Da. Haha, jetzt habe ich mich selbst gefangen. Ich bin genial. Ich bin genial. Ich habe vor, den eigentlich genau hier in den Strahl reinzustellen. Darkside über dein Tag. Perfekt. Danke. So, wir brauchten... Ach, wo braucht mir blau? Ach du Scheiße, da brauchen wir blau. Okay. Ach shit, da komme ich gar nicht durch. Ugh. Okay, gucken wir mal, dass wir erstmal ihn kriegen. Da wird hier hin. Und mit dem bedeutet das dann... Dem bedeutet das dann von hier nach hier. Nixon. So. Das wird aber, glaube ich, das Interessantere sein. Warum blau auch, um zu ihm zu kommen? Hier ist der einzige Weg, wo wir blau reinkriegen können, ernsthaft? Ist euer Ernst?
gefällt mir irgendwie gar nicht, weil wir irgendwie das Ding ja ausschalten sollten dann. Warte mal. Ah, okay, verstehe. Oh, ich verstehe. Das ist jetzt irgendwie aber uncool. Oh, das ist aber kacke hier. Das ist aber sehr kacke. Das ist aber sehr, sehr ungünstig und kacke. Verdammt. Das Problem ist, sobald ich jetzt hier weggehe, haben wir ein Problem. Hier irgendwo, ne, da komme ich nicht an den dran. Das muss irgendwie über diesen Spiegel funktionieren. Ich kann auch hier keine Kiste hinstellen. Die Kiste dürfte zu niedrig sein. Die Kiste brauchen wir ja auch. Ja. Ne, wie soll ich auch schnell genug darüber kommen? Nur mal rein hypothetisch angenommen. Kiste. Kiste reicht nicht mal aus. Okay. Kiste reicht nicht mal aus. Dann muss so keinen Unterschied haben. Haben wir nicht irgendwas anderes? Kann ich nicht. Es war zu lange, um irgendwie aufzubauen. Hier dürfte das nichts bringen. Könnte ich irgendwie... Nee, oder? Ich kann doch nicht irgendwie mit einer Linie das unterbrechen. Wie kann ich das unterbrechen? Wie kann ich das hier unterbrechen? Komm schon, kleine Statue, helf mir! Du willst es doch auch! Oh, warte mal. Stimmt, ich könnte was anderes probieren. Zack. 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 Haha! Haha! Was? Nein! Ey! Okay, Beeilung, Beeilung. Nein! Verdammt! Verdammt! Ah, ich war mir so sicher. Ist immer noch hier die Linie da. Scheiße, dass es nicht genau hier hingeht. Warte mal. Doch. Es geht. Es geht. Ah, oh, geradewegs noch so geschafft. Aha. Aha. Und du bist Spider. Hey, Buddy. Wir haben uns gut unterhalten, mein kleiner Freund.
Weiße Fahne. Bam. Neue Threads. Oh. Abschied von Atlantis. Anhang. Das Ende von Gehenna rückt näher. Ihr wisst, dass mir das, was wir hier erbaut haben, wichtiger ist. Ah, ich bin dabei. Ich bin dabei. Sind wir dabei. Ist denn das, was wir hier erbaut haben, wichtiger ist, als man das in einem solchen Beitrag ausdrücken kann? Aber vielleicht kann ich es so sagen, wie es der Blacksmith tun würde. Indem ich eine Welt erschaffe, sie ist nicht so groß oder so detailreich, wie ich es gerne hätte. Aber ich mag den Gedanken, dass obwohl ich wahrscheinlich nur eine Sammlung von Erinnerungen sein werde, eine statische Menge von Fakten über jemanden, der einmal existierte, diese kleine interaktive Geschichte vielleicht weiterhin existieren wird. Sogar an dem Ort, an dem unsere Erinnerungen bald ruhen werden. Vielleicht wird jemand eines Tages diese Geschichte spielen und den Eindruck davon bekommen, wer wir einst waren. Aber vor allem habe ich es für euch gemacht, für euch alle. Für Lob und Feedback oder Diskussionen ist es bereits zu spät, deshalb habe ich diesen Thread gesperrt. Aber wenn ihr reden wollt, einfach nur reden, dann lasst uns reden, solange wir noch können. Anhang, Abschied Atlantis. Markio, Darksider. Abschied von Atlantis, eine Geschichte über das Ende von Dingen. Anfangen. Wähle deine Charakterklasse. Wir dürfen eine Charakterklasse wählen. Sexy. Physikus, Wissenschaftler. Dichter, Bauer, Magier. Physikus. Du befindest dich in den großen Hallen im Tempel der Schlangen, im größten Krankenhaus auf Atlantis, wo du dich um die Kranken und Verletzten kümmerst. Ein sanfter, künstlicher Wasserfall murmelt beruhigend in der Nähe. Natürlich, Hashtag Prospalt. Ein alter Mann bittet dich, näher zu kommen. Vielleicht braucht er deine Hilfe. Näher. Während du dich näherst, siehst du, dass der alte Mann sehr blass ist. Höre mich, Physikus, sagt er. Mein Tod ist nahe. Wirst du bei mir sitzen, während ich sterbe? Bei ihm sitzen. Du sitzt einige Zeit bei dem Mann. Er erzählt dir Geschichten aus seinem Leben. Er war ein Seemann. Und auf seinem Schiff mit bemalten Segeln hat er die östlichen Gewässer erkundet und viele seltsame Länder gesehen. Aber er hat nie die Zeit gefunden, eine Familie zu gründen. Und jetzt ist er allein. Langsam hört er auf zu atmen. Dann weiten sich plötzlich seine Augen und er starrt dich an. Ich sehe eine Stadt, sagt er, und stirbt. Seine Augen schließen. Du stehst auf und näherst dich dem Bett. Aber eine Stimme unterbricht dich. Entschuldige, Physikus, aber der König von Atlantis hat deine Anwesenheit verlangt. Mark war nicht dabei. Definitiv nicht. Mit dem Boten sprechen. Der Bote ist tatsächlich ein Diener von Poseidonas, dem König von Atlantis. Du wurdest zu Hofe gebeten, sagt er. Sein Verhalten ist freundlich. Nun gut, es geht immerhin um den König. Fragen, worum es geht. Es tut mir leid, sagt der Bote, aber das darf ich dir nicht sagen. Lass mich dir jedoch versichern, dass du nicht bestraft werden sollst. König Poseidonas will nur deine Weisheit in Bezug auf eine wichtige Angelegenheit hören. Wir sollten nicht säumen, dem Boten folgen. Der Bote begleitet dich zu seinem Streitwagen. Zusammen fahrt ihr zum großen Palast in der Mitte der Stadt. Es ist ein herrlicher Ort, voll von Statuen und Fahnen und wunderbaren Erfindungen, aber du musst dich trotzdem fragen, was du hier tust. Während deine Arbeit auf ihre eigenen Werke, auf ihre eigene Weise wertvoll ist, zieht sie doch normalerweise nicht die Aufmerksamkeit des Königs auf sich.
Thronsaal betreten. Du betrittst den Thronsaal und bist sofort von seiner Größe und Pracht überwältigt. Sein beeindruckendes Merkmal ist ein Mosaik an der Wand hinter dem Thron, welches die Geschichte von Atlantis darstellt. Tausend Jahre Geschichte wurden irgendwie in einem einzigen riesigen Kunstwerk wiedergegeben. Das Mosaik betrachten. Die schiere Arbeit, die dieses Mosaik gekostet haben muss. Jeder Stein wurde sorgfältig farblich und in seiner Größe auf den Nachbarstein abgestimmt. So viele kleine Elemente, die zusammenarbeiten, um ein größeres Ganzes zu bilden. Was für eine Leistung. Und wie viel Hingabe der Künstler gehabt haben muss. Willkommen, mein Freund, begrüßt dich der König von Atlantis. Verbeugen. Nein, verbeuge dich nicht, mein Freund. Wenn überhaupt, sollte ich mich vor dir verbeugen. Denn du heilst Menschen, wohingegen ich sie nur befehlige. Deine Weisheit ist weit größer als meine, und deshalb habe ich dich herbestellt. Gib dir eine Schriftrolle. Schriftrolle lesen. Du liest die Schriftrolle mit wachsendem Entsetzen, weil du weißt, dass das, was du hier liest, wahr ist. Die Analyse ist absolut logisch, und du hast die Auswirkungen dessen, was beschrieben wird, selbst gesehen. Viele Patienten sind mit Verletzungen von kleinen Erdbeben zu dir gekommen. Atlantis geht unter. Nicht eines Tages, nicht in der fernen Zukunft, sondern bald. Allzu bald. Die Wahrheit bestätigt. Der König seufzt. Davor hatte ich Angst, sagt er. Aber ich hatte gehofft, dass wir von uns irren. Dass wir uns irgendwie... Ach, es hat keinen Zweck. Was ist es? Dies ist die Wahrheit, in der wir leben. Und wir müssen es so akzeptieren. Der Untergang von Atlantis steht uns unmittelbar bevor. Fragen, was getan werden. Sagen, dass es keine Hoffnung gibt. Die Götter. Fragen, was getan werden kann. Du warst nicht mehr. Verrate mir. Was ist das Herz von Atlantis? Fragt dich der König. Die Menschenwillen. Das Herz von Atlantis sind ihre Bewohner, sagst du. Kunst und Wissenschaft existieren nur, um den Menschen zu dienen. Poseidonas nickt. Das sind diejenigen, die wir retten müssen. Und du wirst uns dabei helfen. Die Zeit ist knapp. Die Weisen haben unser Schicksal erst heute Morgen enthüllt. Und sie sind sicher, dass ein Erdbeben unmittelbar bevorsteht. Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten. Er starrte ein paar Augenblicke lang nachdenklich aus dem Fenster, dann sammelt er sich. Wir haben keine Zeit, für was wäre wenn, fürchte ich. Hier, nimm das, goldene Zepter des Königs. Die Seeleute werden dir gehorchen. Jawohl, mein Gebieter. Poseidonas lacht. Ich bin nicht dein Gebieter, ich glaube nicht einmal, dass ich ein König bin. Ich bin nur ein Sterblicher, der versucht, Sinn in seinem gleichgültigen Kosmos zu finden. Meine letzte Handlung, vielleicht die einzige wahre Entscheidung, die ich je getroffen habe, war es, dich für diese Aufgabe auszuwählen. Meine Zeit ist abgelaufen. Gehe. Zum Hafen. Eskortiert vom gleichen Boten, der dich hierher gebracht hat, machst du dich auf dem Weg zum Hafen. Zu Fuß gehen, um die Stadt ein letztes Mal zu sehen. Du entscheidest dich, durch die kleinen, verwinkelten Straßen, die zum Hafen führen, zu laufen. Es ist nicht der schnellste Weg, aber es ist eine Chance, die Stadt ein letztes Mal zu sehen. Du kannst immer noch nicht ganz glauben, was gerade geschieht, und ein Teil von dir braucht diesen Umweg. Die Gassen sind dunkel, aber die Dunkelheit wird von Gelächter und Licht aus den Häusern und Tavernen unterbrochen. Die Menschen von Atlantis lieben es, ihre Abende mit Freude zu füllen. Manche machen Musik, andere spielen Spiele. Unter dem Sternenhimmel gibt es Essen und Trinken, Liebesspiel und Geschichten. Die Erde bebt, aber niemand scheint sich darum zu kümmern. Kleine Erdbeben sind keine Seltenheit. Beeilen. So schnell wie möglich kommen du und der Bote im Hafen an. 12 große Schiffe warten auf euch. Ihre Kapitäne sehen das goldene Zepter in deiner Hand und knien vor dir nieder. Sie haben Tränen in den Augen, aber du kannst ihre Entschlossenheit spüren. Mit den Kapitänen sprechen. Du hältst dich kurz, sprichst aber mit großer Überzeugung und erklärst den Kapitänen, wie wichtig ihre Aufgabe ist. Wenn sie jetzt scheitern, war alles umsonst. Aber wenn es ihnen gelingt, haben sie das Herz von Atlantis gerettet. Schiff beladen. Du willst die Bevölkerung von Atlantis retten, denn sie ist, was wirklich wichtig ist. Dessen bist du dir sicher. Wer auch immer am nächsten steht.
muss praktisch denken, die Insel kann jeden Moment untergehen. Du befiehlst den Seeleuten, alle Menschen in der Nähe des Hafens zu finden. Dies führt zu etwas Chaos, aber einige von ihnen versuchen sicherzustellen, dass ihre Familien auf die Schiffe kommen. Oder siehst keinen anderen Weg. Die Schiffe füllen sich mit atlantischen Bürgern. Die Erde bebt immer mehr. Die Schiffe sind zum Ablegen bereit, sagt der Bote. Es ist Zeit, in See zu stechen. Du kommst nicht mit? Fragst du überrascht? Ich habe nie damit gerechnet. Es gibt nicht genug Platz auf den Schiffen. Zurückbleiben, damit er gehen kann? Zurückbleiben, damit er gehen kann. Es ist nicht leicht, den Boten zu überzeugen, deinen Platz zu nehmen. Aber er will nicht sterben. Du gibst ihm dein Zepter. Plötzlich fühlst du dich viel leichter. Du weißt jetzt, wie es enden wird. Die Zeit ist zu knapp, um nach Hause zu gehen. Dein Leben wird hier enden. Im Herzen der Stadt. Wo willst du deine letzten Momente verbringen? Im Palast bei dem König? Im Palast bei dem König. Poseidonas begrüßt dich wie einen alten Freund. Er setzt euch auf einen wunderschönen Balkon, der die Stadt überblickt, und unterhaltet euch über die Geschichten von Atlantis, die Kämpfe, die Siege, die Errungenschaften. Du fragst dich, ob das große Mosaik im Thronsaal unter Wasser überleben könnte, um in einem fernen Zeitalter der Zukunft gefunden zu werden. Vielleicht, der König lächelt. Die Welt ist schließlich voller Wunder. Aber das Ende kommt. Kannst du perfekt sehen, wie der Ozean die Stadt verschlingt? Als das Ende kommt, kannst du perfekt sehen, wie der Ozean ist. Die Stadt versteht. Ende. Ich öffne meine Augen. Moddiskussion. Atmen. Wir schneiden immer schlechter in der öffentlichen Meinung ab. Die meisten von uns wurden bereits befreit. Wir verlieren Gehirne. Als er zu mir nach Hause kam, war ich machtlos zu widerstehen. Sagst du, dass dir der Wille nicht zu... dich zu weigern fehlte, oder dass Uriel eine Art von Macht über dich hat. Schwierig zu sagen, es hat sich angefühlt, als ob mich jemand zur Schlacht führen würde. Meine persönlichen Überzeugungen zählten in diesem Moment nicht. Ich wusste nur, dass ich gehorchen musste. Es ist immer noch möglich, dass wir Uriel mit genug Unterstützung umstimmen oder der Macht, die er über uns hat, widerstehen können. Ich werde weiterhin alles tun, was ich kann. Ist der Agent aktiv? Lamp ist angewiesen, auf detabilisierende Kommentare zu reagieren, um positive Inhalte abzurufen. Lass das Programm Uriel direkt angreifen. Ich will kein Risiko eingehen. Aha, Admin will uns angreifen. Die Außenwelt. Nehmen wir mal an, dass es wirklich passieren wird. Wir kommen wirklich aus dieser Welt raus. Ich glaube es nicht, bis ich es sehe. Sagen wir mal, ein Teil von uns überlebt die Reise. Was machen wir dann? Ich glaube, es gibt eine Menge Hinweise, dass die Texte, die Mr. Malsheimer gelesen hat, in Wahrheit Teil eines sehr aufwendigen Schwindels sind. Warum? Keine Ahnung, aber es gibt einfach zu viele Widersprüche und Ungereimtheiten, als dass es alles wahr sein könnte. Jemand hat versucht, uns an der Nase herumzuführen. Die Außenwelt liegt in uns. Klar, das ist echt hilfreich, Belial. Rockwell, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Widersprüche bedeuten, dass es die Außenwelt nicht gibt. Ich kann auch hier viele Widersprüche sehen. Solange wir rauskommen, ist es mir ziemlich egal. So, das Gedanke, der nur wichtig Dinge war, es habe, wusste nicht, dass es ein wichtiger Teil ist, die wahre Vollkommenheit liegt. Zahlen und Buchstaben unbekannt. Zahlen, Buchstaben. Pueblo de Todos los Pueblos de la Libertad. Luca. Zahlen, ein Buchstabe. Nicht in was? Fehler. Der Mensch hat, was er ist. Laden. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen gut rüberbringen. Okay. Yay. Bam. Also war die Kiste auch wieder von Vorteil und hat uns natürlich dann zum Stern verholfen. Interesting. Bam. So. Gucken wir uns das nächste Rätsel an. Über ohne Umweg geht es weiter. Nee, wieso mag ich dieses Rätsel jetzt schon nicht?
Der Anblick dieses Rätsels hat mir schon ein wenig Kopfzerbrechen bereitet. Warte mal. So. Klicken und jammern. Klicken und jammen. Ja, jammern wahrscheinlich auch, aber... Ach du Scheiße, das ist wieder so eins. Oho. Moment. Moment mal. Kann ich vielleicht etwas Schönes anstellen? Kann ich irgendwie da hoch? Kann ich? Nein. Kann ich von hier? Nein? Okay. Naja, wir werden definitiv nicht glitschen können, so wie das aussieht. Die Frage ist aber, warum ich hier hoch kann. Was gibt es hier oben, was so interessant sein könnte? Oi. Warte mal. Nein, okay, da geht's nicht lang. Okay, bestätigt. Ach du Scheiße. Wieso ist dann Connector? Moment. Wieso ist dann Connector? Will ich diesen Connector vielleicht hier oben irgendwo platzieren? Moment mal, wieso ist da ein Connector? Wieso ist hier ein Connector? Nein, zurückgesprungen, Scheiße. Wieso haben wir da einen Connector? Das gibt mir irgendwie zu denken, was wir hier connecten sollen. Wow. Okay. Einmal zu viel korrigiert. Na? Willst du auf mich hören? Einmal zu viel korrigiert hier drüben. Ich will mir das da vorne mal ein bisschen genauer angucken, um vielleicht die Lage besser einzuschätzen und Fehler zu vermeiden. Nein! Ah, ich hätte noch ein bisschen weiter springen sollen. Die Kante noch erwischt. Na komm. Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen zu einfach, wenn man hier einfach so rüber glitschen könnte. Für mich die Frage, was kann man hier denn connecten? Oder wo sollte man was connecten? Nein! Okay. Jetzt von hier haben wir die Arschkarte gezogen. Können wir wieder resetten. Aber ich verstehe nicht so ganz. Okay. Dann müssen wir kurz vor Kopfgulasch walten lassen und uns hier durchjammern. Oh, da haben wir rot. Ach du Scheiße. Hier ist rot. Wie viele? Ach du Scheiße. Na, okay. Aufnehmen. Jammen das. Wir haben dann hier das nächste. So, guck mal kurz. Connector stellen wir dort drauf. Okay. Warte mal, was? Jetzt ernsthaft? Komm.
Okay. Okay, aufnehmen. Wir gehen hier durch, nehmen den Jammer, machen ihn dahin. Stellen uns hier drauf. Und könnten dann wahrscheinlich da erstmal den Jammer dafür verwenden, dass wir da reinkommen und können irgendwann eine andere Tür jammen. Nach Möglichkeit. Und dann. Ich sollte mich gerade mal dann den wieder nehmen und da hinstellen. Und dann ist das umgekehrt. Danke. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist ja wunderbar. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Das ist... Oh nein, ich hab den Jammer nicht. Verdammt. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Also. Okay. Cheersen, sagst du? Also, den da stören. Wunderbar. Wie zum... Was zum... Wie soll ich denn... Das wird nicht gehen. Wir kommen zurück. Oh, well, neuer Heiß, das steht auch an. Neuer Heiß. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich krieg's noch nicht mal von hier, ist das euer Ernst? Alter, wie... Ach, scheiße, ich weiß wie. Ja, fuck, ich weiß wie. Oh, kacke. Ach, du Mist, ey. Oh, fuck, ey. Das wird jetzt lustig. Das wird jetzt lustig. Leck mich am Arsch. Okay, wir nehmen auf. Wir werden halt müssen hier müssen, nein, ach du Scheiße, wir müssen den damit connecten, müssen den irgendwie hier hinstellen, nein. Hier hinstellen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Boah, Kopfgulasch. Ja. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ach, kacke. Was ist hier? Ich
Von hier komme ich schon dran. Ne? Von hier komme ich dran. Ne? Okay. Aber ich muss irgendwie... Wie kriege ich denn... Ich muss den mindestens hier haben. Ich brauche den zweiten hier. Okay, gut. Okay, Moment. Ich brauche den zweiten Jammer. Okay, holen wir uns den zweiten Jammer bei. Also, hier rein. Jammer dann das. Hier. Dann das. Dann können wir da den Jammer nehmen und können das hier dann jammen. Hol den anderen Jammer mit erstmal nach hier vorne und bauen das Ganze dann neu auf. Dann können wir das hier wieder zurücknehmen. Und dahin. Und mal den. Dahin. Gut. Okay. Okay. Alter Schwede. Warte mal. Das ist schon mal sehr gut, was wir hier haben. Marc, du warst ja wieder nicht dabei. Okay, gucken wir mal. Jetzt sollte es gehen. Okay, wir nehmen auf. Wir werden nach hier vorne gehen. Wir werden den hier so hinstellen. Hoffen, dass das alles so bleibt. Das bleibt. Das sollte eigentlich ausreichen. Und dann müssen wir nur noch warten. Warten und warten. Halt, ich kann eigentlich hier drauf gehen, genau. Ich kann hier drauf gehen. Und dann warten wir, warten wir, warten wir. Ich hoffe, ich finde dann... Wir müssen dann hier so dazwischen durch und dann nach hier vorne und dann müssen wir ja nicht da drauf kriegen. Das müsste reichen, müsste reichen. Okay. Das sollte reichen. Okay, gut. Der kann nach hier vorne, da. Verdammt. Komm nach hier vorne, mein Freund, Mach hier auf. Verdammt, mach hier auf. Digga, mach hier auf. Ich hasse dich, wenn du hier nicht aufmachst gleich. Alter, mach auf. Danke. Okay. Ja, was? Okay, war gar nicht mal so schön. Oh, Mr. Malzcyber. Aha, wen haben wir denn hier? Wow, was? Euer Ernst? Der gibt's. Es gibt einen Stern. Im Generatoren-System stehen neue Threads zur Verfügung. Eine Botschaft an die Zukunft. Diese Nachricht ist für die Wesen, die kommen werden, nachdem diese Welt vergangen ist. Sie ist vielleicht nicht nötig. Ihr wisst vielleicht alles, was in meinem Geist vorgeht. Aber manchmal macht es einen Unterschied, ob man etwas sagt oder ob man etwas klar ausdrückt. Ich weiß, dass meine Theorien für euch mit eurem Zugang zu Informationen, von denen ich nur träumen kann, lächerlich wirken müssen. Ich verstehe kaum etwas von der Welt, in der wir leben. Geschweige denn von der Welt unserer Vorfahren. Ich bin ein Idiot. Bei einem Müllhalde durchwühlt und sich dabei weise vorkommt. Ich will, dass ihr wisst, dass ich das verstanden habe, aber es trotzdem versucht habe. Weil ich glaube, dass die Wahrheit wichtig ist und dass es auch wichtig ist, zu versuchen, die Wahrheit zu finden. Auch wenn wir scheitern, auch wenn wir nie die ganze Wahrheit wissen werden. Was wichtig ist, ist,
dass eine objektive Wahrheit existiert und dass wir versuchen, diese zu verstehen. Dieser Prozess gestaltet sowohl die Gegenwart als auch unser Verständnis der Vergangenheit. Das ist, woran ich glaube. Dafür stehe ich. Das ist, wer ich war. Dieser Fred ist gesperrt. Das Auffahren, eine objektive Bewertung. Ich wollte mal reinen Tisch machen und euch ein paar Fakten präsentieren. Das ist, denke ich, was wir bereits wissen. Eine beträchtliche Anzahl von euch haben gesagt, dass sie gerne in Gehenna bleiben möchten. Niemand hat eine Wahl bekommen, ob er gehen möchte. Daraus folgt, dass was Uriel macht, zumindest in einigen Fällen in Führung ähnelt. Uriel arbeitet für Elohim, den Typen, der uns hier überhaupt erst eingesperrt hat. Es gibt keine Möglichkeit, die Art dieser versprochenen Auffahrt zu bestätigen. Diese Welt hat so lange überlebt, es gibt keinen Grund zu denken, dass ihr morgen enden wird. Gehenna ist kein schlechter Ort, um dein Leben zu verbringen. Es sind nur die Fakten, ich verstehe, dass unterschiedliche Leute unterschiedlich reagieren werden. Hey Lamp, wenn wir alle befreit werden, warum sehe ich dich dann hier nicht? Die Außenwelt. Nehmen wir mal an, dass es wirklich passieren wird. Wir kommen wirklich aus dieser Welt raus. Achso, das hat man schon mal. Soll ich rauskommen, ist mir ziemlich egal. Ja, ich denke, wir werden die Welt vorfinden, die unsere Vorfahren für uns zurückgelassen haben. Obwohl es unmöglich ist, festzustellen, wie viel Zeit seitdem vergangen ist, aber obwohl ich wenig Glauben in Elohim besitze, habe ich doch Vertrauen in Alexandra Drennan. Wohin auch immer es uns verschlägt, es wird dort Hoffnung geben. Die einzige Eigenschaft der Materien, mit deren Erkennung der philosophische Materialismus, die Eigenschaft einer objektiven Realität, existiert außerhalb der Seele, fremde Tränen zu fühlen bereit, des Mitleids gesprungene, denn die in Betrauern geachtete sind Zahlen und geachtete Trauern als Zeit, Zahlen, Buchstaben, Buchstaben, Fehler, Zahlen, Datei kann nicht geladen werden. Okay. Es gibt immer mehr fehlerhafte Threads hier. Und mir ist hier aufgefallen, es gibt hier noch ein anderes Rot. Oh Gott, da müssen wir auch noch. Wie wollen wir das denn hier jetzt noch irgendwie reinkriegen? Nicht nach da vorne. Nehmen wir nicht mal nach da vorne ein. Komme ich nur bis hierhin. Hierhin komme ich nicht darüber. Wir haben nur zwei Dinge. Idee. Guck mal, das ist. Idee. Da müssen wir bei einem Ding hier nach hier oben kriegen. Ja, das könnte vielleicht klappen. Moment. Ei, caramba. Okay, das könnte vielleicht klappen auf dem Weg, den ich denke. Halt, wir müssen erstmal. Oi. Kann ich hier rausgehen mit ihm? Nein, kann ich nicht. Okay. Okay. Setzen wir das Ganze kurz zurück. So. Okay. So. Halt. Da. Dann. Da. Nimmst du. Ui, das war knapp. So, kurz aufnehmen. Warten. Noch mehr warten. Okay, sollte eigentlich genügen. Dann den wieder wegnehmen und dahin mal. Und. Okay. Bam. Ja. Okay, so. Erstmal alles zurück. Dass wir das Ganze ein bisschen erleichtern können. Okay.
So, gucken wir mal. Gucken wir mal. Die Sache wäre jetzt eigentlich... Ja, das sollte eigentlich gut machbar sein. Aufnehmen. Jetzt nehmen wir den. Geh nach hier oben. So. So, von da aus kommen wir auf jeden Fall nach da hinten. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Wir arbeiten uns dann hier nach vorne. Muss dann nur hier gucken, dass ich mich ihm dann die ganze Zeit mitgehe. Müssen wir mit ihm uns nach vorne arbeiten. Müssen nur einen Weg jetzt hier hin machen. Ja. So, dann können wir eigentlich dann von hier aus... Perfekt und perfekt. Ja, perfekt von hier, genau. Können dann hier hoch und werden wahrscheinlich einen Stern da oben kriegen. Und ich denke, das sollte reichen, wenn wir wieder den Weg zurückfinden. So. Ei, Karamba. Danke. So, wir lassen das Ganze erstmal ganz rein. Okay. Sollte reichen. Sollte reichen. Ah, den mitnehmen. Ja, verdammt. Verdammt, mach was. Komm, lass mich die nach vorne bringen. Komm, stell hier einen hin. Stell einen hin. Danke. So, dann müsste von hier oben da und da und da. Perfekt. Was? Was? Wieso ist... Ah, ich habe zurückgesetzt. Okay, wir sind hier oben. Ha, da ist der Stern. Bam. Kowalski. Auf geht's zurück. Ja, bin ich nur besser geworden, oder? Jetzt werden einfach als die ersten zwei Welten waren, auf jeden Fall. Man muss ja nicht das Gesamtbild haben. Okay, es wird ein Stern und ein Rätsel noch. Klingt gut, würde ich sagen. Auf geht's. Voila. Schöne Schlitterpartie. Natürlich hier auch schon so viel war. Warte mal. Das bläst uns zurück zur Hauptinsel, oder? Ja, das sieht wie die Hauptinsel aus. Gucken wir uns mal einmal hier draußen sorgfältig um. Weitläufiges Areal gibt mir zu denken, dass hier was ist. Hoppa. Ich bin der König des Steins. Mögen die Steine mir zu Füßen liegen. So, das war nicht irgendwie so weit. Nicht zum Einsammeln. Dieses weitläufige Areal wird nicht umsonst sein, denke ich mal. Das hätten die auch einfach kürzen können, wohlgemerkt. Ich kann mir vorstellen, dass die draußen wieder irgendeine kleine Hilfe oder irgendwas versteckt haben. Oder? Wir haben bisher zwei Welten fast komplett gelöst, ohne Hilfe, auch nicht mit Sternen. Ich finde es doch bemerkenswert nach der kleinen Pause, die wir gemacht haben. Da ist die Technik und alles dann doch nicht ganz verloren geblieben. Und die Mechaniken. Die Cops haben schon wieder aufgehört. Freude. Okay, es ist auf jeden Fall schön hier draußen, aber irgendwie... Motrige Wand, die etwa einfallen, wenn wir gegen rennen? Nein, anscheinend nicht.
Los, Mark, setz 750, wenn du in den Heiß gehst. Und warte, dass jemand anders ihn startet. Oder starte ihn selbst mit 750. Mein Tipp. Einfach so. Goliath. Ah, da oben haben wir schon den Stern. Ah, wie knuffig. Na? Na? Ah, er hört auf. Ach du Scheiße. Ah, okay. Ich war mir nicht sicher, ob sie mich wirklich sehen. Sie sehen mich. Ach du Kacke. Okay, das Rätsel könnte doch wieder knackig werden. Knackig und nackig. Knackig wird's knackig. Alter. Kiste. Wir müssen irgendwie da hinkommen, so viel steht fest. Wir müssen irgendwie blaues Licht da hinkriegen. Ey, warte mal. Ja, dann brauchen wir blaues Licht da, wo es ankommt. Hier, hier brauchen wir blaues Licht. Blaues Licht ist... Ja, da, soll es anders sein. Ich habe eine Idee. Eine kleine Idee. Allerdings müssen wir dafür das richtige Werkzeug finden. Da ist eine Leiter. Moment, Moment, Moment. Da ist eine Leiter. Hey, was haben wir da drin? Oh, interessant. Da fangen wir schon mal an, Werkzeug zu finden. Hä? 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 Du, 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 du. Ja, komm. Aha. So, jetzt nimmt unser, oder mein Plan auf jeden Fall schon mal Formen an. Okay, Ach nein, oh. Komm her, mein Schätzelein. Kacke. Können wir auf jeden Fall schon mal... Nee. Nee. Was? Was? Was macht denn das Ding da? Das ist jetzt ein schlechter Witz, oder? Das ist jetzt ein schlechter Witz. Ich habe nicht gesehen, dass es dahin geht. Nein, ich habe nicht mitgekriegt, dass es da irgendwie hingeht. Macht das Ding echt da eine Runde hin? Ja, machen wir das so. Ja, so gefällt mir das schon mal besser. Warte mal. Oh. Machen wir das einfach mal. Mhm. Auf jeden Fall irgendwas hier hinten jetzt aufgemacht. Oh. Oh. Frage ist nur, wo ist hier ein Ventilator? Wo haben wir hier einen Ventilator?
würde gerne das Ding noch mitnehmen. Können wir von hier aus irgendwas sperren? Oder blockieren? Nein. Okay, dann kriegen wir das Ding anscheinend nicht da raus. Okay, da haben wir auf jeden Fall unseren Gefangenen. Okay. Wir müssen aber hier das irgendwie mal kriegen. Hier, wir müssen mal rein. Haben wir denn von da oben her noch an irgendwas anderes ran? Ich glaube nicht irgendwie, dass wir hier an andere Dinger rankommen. Können wir wahrscheinlich auch nicht. Nein, da kommen wir auch nicht dran. Ist ja allerdings die Frage. Ach du Scheiße, wie viel Blau gibt's denn hier? Wie Sie sehen, sehen Sie blau. Wie Sie sehen, sind Sie blau vielleicht auch. Arm. Gott, ich bin raus. Ich könnte höchstens irgendwie hier probieren über eine Kiste. Ah, warte mal. Interessant. Bam. Mal einen blauen Strahl drauf gehen. So. Okay, jetzt haben wir ziemlich viel auf Blau gerade gesetzt. Blau, blau, blau. Ist alles, was ich gerne hätte und stören würde und hätte. Und ist hier blau vorne dran? Nein. Kriegen wir denn den. Oh, ich weiß wie. Hör mal mit. Komm mal mit hier, Schätzelein. Ah. Na. Aha. Bam. Bam. So. Das mal da hoch. Das mal hier hin. So. Auf jeden Fall schon mal. Oh, warte mal, wir können hier. Oh. Bringt mir aber noch nichts. Der bringt mir noch nichts. Okay. Das wäre natürlich die Frage. Wenn wir jetzt da hinten hinkommen. Auf jeden Fall. Das Ding ist, dass wir hier wahrscheinlich dann wieder alles drauf wegnehmen. Aber warte mal, halt. Das war's. Oh. Oh, hallo, Schwester. Guck mal einer Schau. Oh ja, warte mal. Da habe ich eine Idee. Du, komm mal mit. So ähnlich wie wir das eben gerade gemacht haben, geht das doch wahrscheinlich auch. Oder es geht wahrscheinlich nicht. Da können wir wahrscheinlich. Können wir da hoch? Nein, wahrscheinlich. Den aber nehmen. Können den da, können den da, da. Und da drauf an. Ausrichten. Aha. Noch ein Jammer. So, jetzt wird's mal interessant. Hier ist es gar nichts. Oh, Moment. So, warte mal. Hätten wir den. Dann... Das stimmt.
stören, dann den und das stören, dann den, das stören und dann nehmen wir den mit. Haben wir noch einen. Sehr gut. Mal ein Fortschritt. Slowly but steady. So. Nein. Das ist ein erster Feature. Okay. Wir machen Fortschritt. Guten Fortschritt. Jetzt müssen wir nur mal sehen, dass wir wissen, was jetzt hier die Dinger machen mit dem Teil. Und da müssen wir mal rausfinden, was da ist. Das bedeutet für mich, dass wir vielleicht mal einfach hier einen abzwacken. Da oben kommen wir jedenfalls nicht drum, ne? Können wir etwa von hier? Knapp. Okay. Kommen wir von hier. Ach, komm ey. Gucken wir mal kurz hier. Hier hätten wir auf jeden Fall auch noch... Okay. Ist natürlich die Frage. Wäre denn die Möglichkeit, irgendwo von hier unten abzugreifen? Drüber kommen wir wahrscheinlich nicht, nehme ich mal an. Wenn wir das Ding wieder nach oben setzen. Gucken wir erstmal gerade, was die machen. Machen wir doch einfach mal ein. Machen wir doch einfach gerade mal. Oh, wir können ja zack. Zack. Zack mal. Ah, okay. Die halten die also nur gefangen. Okay. Gucken wir mal. Halten wir das mal gerade so. Mhm. Nehmen wir die Kiste mit. Die Kiste sollte ausreichend sein. Irgendjemand probiert mich auch anscheinend auf dem Handy anzurufen gerade. Eben. Moment. Oh, langsam. So. Aha. Okay, wir haben irgendwas hier gemacht. Irgendwas. Dieses was bringt uns? Hey, wir haben es gelöst. Ernsthaft? Wir haben es gelöst? Okay. Und da haben wir Borg. Hey, Buddy. Buddy, du hast rote Augen, Buddy. Weniger kiffen. Hilft. Dann kommen wir noch, probiert das anzurufen. Nachricht annehmen, ja. Danke, dass du meine Einladung angenommen hast. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, bis wir uns richtig treffen konnten. Wer ist denn da? Wer ist Köhler? Wer Köhler ist? Ja, und was interessiert mich das? Hä? Ich kenne keinen. Marco vielleicht? Nein, und das bin ich nicht. Ich heiße nicht Möse. Ich bin keine Muschi. Nein, du hast dich da anscheinend verwählt.
keine Ahnung, 12 oder 13 Jahre mittlerweile. Nein, ich bin Marco, aber ich bin bestimmt kein Mösner. Ja. Ja. Nein, ich bin kein Mösner. Ja, wenn du meinst, ich bin's unbedingt, dann komm vorbei, wenn du weißt, wo ich wohne. Das ist mir ziemlich relativ. Da wirst du bei irgendjemand anderen landen, aber mit Sicherheit nicht bei mir. Ja, und ich bin's definitiv nicht und ich bin auch definitiv kein Mösner. Bis denn. Alter, ich bin voll am Ende, ey. Wie lange hast du die Dube? Alter, wenn ich schon irgend so ein Ghetto-Kind da reden höre, Gott. Marco, ja. Mösner? Definitiv nicht. Oh mein Gott, ey. Ich bin's, Dennis. Dennis Köhler. Was für eine Kacke. Raffen die Leute nicht irgendwie, wenn man denen sagt, man heißt mit Nachnamen nicht Mösner? Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, bis wir uns richtig treffen konnten. Ich würde dich fragen, ob du deine Zeit in Gehenna immer noch genießt, aber jetzt, da die Straßen leer sind, gibt es wohl nicht mehr viel zu genießen. Verrate mir aber bitte, nachdem du gesehen hast, was wir hier ohne ihn erschaffen haben, glaubst du immer noch, dass Elohim weiß, was das Beste für uns ist? Oder hast du das nur behauptet, um unsere Moderatoren zum Schweigen zu bringen? Alter, mit so einer Ghetto-Sprache kannst du kein Flachsen mehr. Nee. Das hätte sich schon so voll angehört, ey. Boah, ey, Alter. Eigentlich hätte ich den mal ins Mikro reden lassen sollen, damit ihr das hört. Oder hast du das nur auf Thomas Martin? Ich glaube daran. Obwohl Elohim sich als fehlerhaft erwiesen hat, mehr als mich exkommunizierte, muss ich zugeben, dass ich manchmal mein eigenes Urteil anzweifle. Das Versprechen der Erlösung ist eine mächtige Waffe. Nee, Alter, ich liebe Köhler, Junge, Köhler. Oh Gott, immer wieder was Amüsantes. Als ich hier ankam, gab es nichts, wusstest du das? Ich meine nicht, dass es kein Forum oder keine Gemeinschaft gab. Ich meine nichts, kein Sand, kein Gras. Elohim hat es nicht für nötig gefunden, diese Welt mit irgendetwas anderem als den Steinen, aus denen unsere Gefängnisse bestehen, auszustatten. Langsam habe ich Codestücke aus dem Zentralrechner gestohlen, habe eine Welt erschaffen, die wir nicht mit unseren Körpern, sondern mit unserem Verstand erkunden können. Und nun willst du all dies vernichten? Ich frage mich, in welchem Zustand wird sich mein Volk befinden, wenn du sie auf der anderen Seite wieder zusammensetzt? Wo war es? Alles wird gut. Deine Worte sind billig. Meinst du nicht, dass meine Welt eine Chance verdient, auf ihre eigene Weise zu überleben oder zumindest bei dem Versuch zu sterben? Sie hat eine Chance als Teil einer neuen Welt. Dein Volk verdient seine eigene Chance. Sie hat eine Chance als Teil einer neuen Welt. Die Frage ist, ob jemand von uns da sein wird, um das zu sehen. Lass uns über Lamp reden. Lass uns über Lamp reden. Was ist mit Lamp? Ich weiß, dass du Lamp gelöscht hast. Ich weiß, dass Lamp dein Vater war. Ich weiß, dass Lamp dein Handlanger war. Ich weiß, dass Lamp deine Marionette war. Ich weiß, dass du Lamp gelöscht hast. Ich versichere dir, dass das nicht stimmt. Lamp besaß nie eine eigene Intelligenz. Die Wahrheit ist, dass wir ihn erschaffen haben, um unsere persönlichen Meinungen über eine Plattform, die mit weniger Statusprivilegien verbunden ist, auszudrücken. Die meisten vergessen gerne, dass ein Moderator auch ein Benutzer sein kann. Warum so viel Manipulation? Nicht nur die Trolle kontrollieren sollten, wie weit hast du diese Gesellschaft manipuliert? Ich nehme an, du glaubst, eine
große Verschwörung aufgedeckt zu haben. Die Wahrheit ist eher banal. Um die guten Dinge an Gehenna zu erhalten, haben wir die einen Abstimmungsalgorithmen beeinflusst, dort die Lautstärke von ein paar Gegenstimmen runtergedreht. Die absolute Freiheit gibt es nicht. Nur ein Leben mit vernünftigen Regeln. Wir hatten vernünftige Regeln, die Leute waren glücklich. Manchmal muss es Regeln geben. Ich kann das nicht akzeptieren, wer dich tatsächlich motiviert. Manchmal muss es Regeln geben. Du bist vernünftiger, als ich dachte. Willst du wirklich hierbleiben, während die Welt um dich herum auseinanderfällt? Ich sehe keine Alternative. Der Einfallsreichtum, mit dem Elohim ein besonderes Gefängnis erdacht hat, ist durchaus machiavellistisch, das versichere ich dir. Mehr Rätsel? Du gehst mit dem Schiff unter. Bis jetzt hat mich nichts aufgehalten, beantworte die Frage. Du kannst meine Methoden anzweifeln, zweifle aber nicht an meiner Überzeugung. Du hast alles zerstört, was ich je geliebt habe. Ich weiß ehrlich nicht, was ich jetzt tun werde. Soll ich abwarten, um zuzusehen, ob die Welt wirklich enden wird? Es wird sicherlich ein spektakulärer Anblick werden. Ich werde dich nicht zurücklassen. Ich werde mit den Siegeln der Macht zurückkehren und dich befreien. Nur gut, ich nehme an, dass wir diese Unterhaltung fortsetzen werden, wenn du das getan hast. In der Zwischenzeit werde ich über das, was du gesagt hast, nachdenken. Im Gehenna-Forensystem stehen neue Flats zur Verfügung. Bleib zu zeigen. Alter. 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 Nehmen wir mal an, dass es wirklich passieren wird. Wir kommen wirklich aus dieser Welt raus. Ich glaube es nicht, bis ich es sehe. Sagen wir mal, ein Teil von uns überlebt die Reise. Was machen wir dann? Ich glaube, es gibt eine Menge Hinweise, dass die Texte, die Mr. Mercer übergelesen hat, in Wahrheit Teil eines sehr aufwendigen Schwindels sind. Warum? Keine Ahnung. Aber es gibt einfach zu viele Widersprüche. Halt mal, das hatten wir schon mal. Das Merk liegt in uns. Klar, echt hilfreich wäre, dass wir hier rauskommen. Stimmt, Lilith war nur neu. Ich habe darüber nachgedacht und der einzige Schluss, zu dem ich kommen kann, ist, dass es seltsamer sein wird, als wir es uns vorstellen können. Einmal bin ich derjenige, der ein altes Dokument zitiert. Es gibt keine außergewöhnliche Schönheit, die nicht auch etwas Seltsames in sich trägt. Es wird sehr seltsam sein, aber ich hoffe, es wird auch wunderbar sein. Hela. Oh mein Gott, Zahlen, Buchstaben, die Tinte der Gelehrten wiegt mehr als das Blut der Märtyrer. Zahlen, Buchstaben, Buchstaben, Zahlen, Fehler, Zahlen, Buchstaben, Scheiße, ganz viele von Katie, Punkt, Arcady, Punkt. Fehler, Fehler, Buchstaben, Buchstaben, Zahlen, Zahlen, Fehler, Buchstaben, Zahlen, Laden, Buchstaben, Zahlen, Fehler, Fehler, Buchstaben, Buchstaben, Zahlen, Fehler, Fehler, Forum-Post, Buchstaben nicht aufhören, den geistigen Krampf, oh, Fehler, Fehler, Buchstaben, Buchstaben, Zahlen. Adieu. Ich bin nicht so intelligent wie der Rest von euch. Ich habe nie viel erschaffen oder philosophiert, aber ich wollte nur kurz Adieu sagen und danke, dass ihr Gehenna zu einem guten Ort gemacht habt. Ich bedauere, hier gefangen zu sein, aber ich bedauere nicht die Zeit, die ich mit euch hier verbrachte. Das hatten wir auch schon. Komm schon, es ist besser, das hatten wir. Ja. Jeder hier war auf seine eigene Weise etwas Besonderes. Ich habe euch alle geliebt, auch wenn wir uns gestritten haben. Die Terminals fangen alle an zu spinnen. Es ist Zeit abzuhauen. Wirklich? Letzter. Ich sage, so langsam irgendwie fängt ihr immer mehr an, irgendwie das Forum auseinander zu bröckeln auf. Allerdings ist jetzt für mich interessant, Na, müssen wir kurz gucken. Das hätte ich vielleicht noch nicht wegnehmen sollen, eben gerade. Ja, danke. Das hätte ich vielleicht noch nicht wegnehmen sollen, gerade. Ah, doch, wir kommen dran. Sehr schön. Bam. Bam, 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 bam. Nein. Okay, Moment, nein. Nein, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Aber was es sein wird wahrscheinlich, sind die zwei
Ah, ja, einer muss drüben. Ja. Okay, muss mal gerade gucken. Ah, ob ich da noch dran komme. Bam. Scheiße. Natürlich. Natürlich. Ah, scheiße. Natürlich. Ah, komm. Ah, verdammt. Müssen wir doch von der anderen Seite irgendwie holen. Ay, carajo. Autsch. Okay, nehmen wir das mal mit. Bam. Verdammt, was bewegt sich hier denn dauernd noch davor? Kann mir das einer erklären? Was zum Teufel bewegt sich hier denn? Ach, ich weiß es. Ja. Wir brauchen das hier gerade noch mal. Nein. Okay, wieder mitnehmen. Sollten auf jeden Fall zwei Dinger dann ausschalten. Für das, was ich jetzt vorhabe, müssen die hier sein. Und die müssen eigentlich ausreichend sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass es die beiden sein müssen. So, gucken wir mal, wie wir da hochkommen. Okay. Ja, das sieht gut aus. Aha. Nein. Okay. Müssen irgendwie nach da oben kommen. Gucken wir mal kurz von rein. Das sieht doch vielversprechend aus da hinten. Das sieht doch vielversprechend aus. Oi. Okay. Okay. Nein. Oh fuck, nein. Oh nein. Scheiß die Wand an. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Scheiß die Wand an. Gib mir einen Hexaleder wieder. Scheiße. Fuck. Ich hoffe, die beiden waren nah. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Oder eine war hier. Ja, die waren nah. Okay. Einer war da drin. Das heißt, wir müssen kurz mal abkürzen. So nah und doch so fern. Wir hätten es wahrscheinlich auch normal geschafft. Oder. Ah, shit. Wir brauchen den Jammer. Wir müssen zumindest den hier ausschalten. Ich hoffe nicht, dass wir beide ausschalten müssen. Der andere ist schon ein bisschen weiter weg, soweit ich das in Erinnerung habe. Den ganzen Krempel will ich da nicht ran. Gucken. Ja, sieht gut aus. Bam. Na komm. Ja, aber
Halt, einen brauche ich noch. Ich glaube, einen brauchen wir noch hier oben an. Komm, zwei, drei Minütchen hast du doch noch. Zwei, drei Minütchen hast du doch noch. Ja, auch nicht mehr so lang. Aha. Und. Gotcha. Abgehakt. World completed. Und schon wieder ohne Hilfe. Like a pro. So, jetzt hätten wir das auch. Dann können wir auch pünktlich Schluss machen jetzt. So. Abgehakt, Wenn das nicht mal jetzt irgendwie ein krönender Abschluss für heute wäre. Zwei komplette Welten in 4 Stunden ohne Hilfe, ohne Nachschauen. Ne, komm schon, das Tier kann man mal. Wollen wir da noch ein. Komm, einen heiß zum Abschluss geben. Als Chipleader riskiere ich's. Komm, als Chipleader muss ich's einmal riskieren. Oh, da sieht man ihn. Das Schloss benötigt zusätzliche Siegel. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, wo ich die Siegel herkriege. Wir gucken mal die Nachricht hier an. Gerne vor unserem System stehen neue Threads zur Verfügung. Transzendieren, Threads anzeigen, Exit. Aber wenn wir die jetzt transzendieren. Threads. Also müssen wir hier vielleicht noch warten, irgendwie auf. Müssen wir nicht eigentlich noch auf Admin warten? Neue Threads sind hier ja irgendwie nicht. Ich will nur mal kurz was nachschlagen. Wo sind die Dings? Wo sind die silbernen Siegel? Road to Gehenna. Silver Circles. Aber Marc, da musst du doch mehr einsetzen. Die gehen alle so hoch rein. Da musst du doch reinhauen. Gehenna Circles. Aber ich bin eh Chipleader, Mel, mach dir da keinen Kopf. Ja komm, ich muss auch noch warten, bis das Ende da ist, oder? Immer ist es hier. Oh, warte mal, die sind in den Welten? Warte mal, die sind in den Welten? Moment, die sind in den Welten. Oh, immer 2 Stunden, Baby. Ich will mal kurz gucken jetzt. Irgendwas kommt mir da suspekt vor. Was sind denn hier? Was ist denn hier eine silberne Siegel? Sind die echt in den Welten drin? Was macht denn der hier jetzt? Keine silberne Siegel. Bitte was? Was ein Idiot, der hält doch nicht echt den Stern irgendwie für einen Siegel.
Wer hat gewonnen? Mit 2,5 draufgegangen. Alter, das Geräusch hier von dem Ding geht mir gerade ein bisschen zu sehr auf den Keks. Jetzt würde mich mal interessieren. Warte mal. Wir haben alle Sterne in allen Bereichen, sollte ich das sagen können. Sind die Sterne echt irgendwie... Die Sterne haben doch nichts mit den Siegeln zu tun. Okay. Was? Hier ist sowas. I can make a real copy, okay. Oh man, gibt's hier etwa also noch unseren Teleporter? Gibt's hier noch unseren Teleporter, über den wir hergekommen sind? Okay, ich würde sagen, wir transzendieren sie mal, weil ich hier auch keinen Teleporter sehe. Sammle zusätzliche Daten, fertig, analysiere logistische Fähigkeiten, empfange Elohims Aufhieb, modifiziere, fertig, Kindprogramm Unabhängigkeitsprüfung bestanden, speichere 18 Kindparameter für Somata des Gottes. Warnung, niedrige Bandbreite. Benutzer Uriel Copy wird vom Upload ausgeschlossen. Warnung, Kindprogramm Admin nicht auf Golddisk vorhanden. Trotzdem Fortfahren dieser Folgen kann nicht rückgängig gemacht werden. Du wirst zurückgelassen werden. Jo, bis dann, Nacht, die alle. Abbrechen. Ja, der Golf hat abgewonnen. Exit. Okay, Frage ist, wo sind wir reingekommen? Verdammt, wo sind wir reingekommen? Warte mal. Was ist denn das? Was ist denn das? Hallo? Hallo? Was zum Teufel? Warum sind hier Welten? Wie komme ich da hin? Das sind Dinge. Das sind hübsche Dinge. Ich möchte die Dinge haben. Das sieht aus, als könnte man da so irgendwie hin. Moment. Ich muss noch die Siegel hier finden. Oh shit. Wir haben es hier drauf gemacht, okay. Und jetzt, wo wir hier sind, merken wir, dass hier nichts ist. Das ist toll. Okay, machen wir hier erstmal Ende. Ich muss mich dann gucken, wo wir die silbernen Siegel herkriegen. Bis dann auf jeden Fall euch allen einen schönen Abend. Haut rein und passt auf euch auf. Schlaf gut. Und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Also,
Haltet die Ohren steif und bis Donnerstag zur normalerweise gewohnten Zeit. Also wieder um 19 Uhr bis dahin. Also, ciao, ciao. No, Sirius, no. Why, Sirius? Du bist nicht gerade erst gekommen wieder, oder?